Wir werden wieder politisch. Die Union will einen sogenannten Ausreisearrest für ausländische Straftäter einführen, in deren Heimatländer derzeit nicht abgeschoben werden kann. Heißt, ausreisepflichtige Kriminelle, die etwa aus Afghanistan oder Syrien stammen, sollen so lange hinter Gitter kommen, bis sie freiwillig in ihre Heimat zurückkehren. Das berichtet die Bild-Zeitung. Ein entsprechendes Papier wurde auch von der Unionsfraktion bereits beschlossen und der Plan wurde auch im Bundestag debattiert. Nach dem islamistischen Messermord an einem Polizisten in Mannheim durch einen abgelehnten Asylbewerber aus Afghanistan hatten CDU und CSU harte Konsequenzen gefordert. Allerdings gibt es daran auch scharfe Kritik. Und Philippa Vögeling, Sie sprach im Bundestag mit der Co-Vorsitzenden der Partei Die Linken. Und die erste Frage war natürlich, was die Linkspartei genau von diesem Ansinnen der Union hält. Es ist hier immer noch ein Rechtsstaat und Menschen, die eine Haftstrafe verbüßt haben, werden aus der Haft entlassen. Und es ist natürlich so, dass Gerichte immer wieder auch aus guten Gründen geurteilt haben, dass in gewisse Staaten nicht abgeschoben werden darf, weil das Kriegsgebiete sind oder weil Menschen eben dort ja, beispielsweise die Todesstrafe droht. Und deshalb finde ich, diese Debatte geht überhaupt nicht ran an die Probleme, die wir eigentlich haben. Also wir müssen doch gerade nach Mannheim darüber reden, was können wir denn tun, um einer Radikalisierung entgegenzuwirken. Weil der Mann, der Täter, ist mit 13, 14 nach Deutschland gekommen. Da war er ja kein radikaler Islamist, sondern er hat sich ja ganz offensichtlich hier radikalisiert. Also was können wir tun, um solchen Entwicklungen auch entgegenzuwirken? Wie können wir Beratungsstellen, wie können wir auch mit Demokratieförderprojekten und Bildungsangeboten, wie kann man da eben das erst einmal verhindern? Weil der Mann war doch vorher gar nicht auffällig gewesen. Und wir können doch nicht Menschen nach Afghanistan abschieben, weil sie etwas tun könnten. Also da wäre ich mich sehr dagegen, dass wir Menschen unter einem Generalverdacht stehen, weil die meisten Afghanen sind genau vor solchem Terror geflohen und leben friedlich in Deutschland und würden niemals solche Taten begehen. Wir haben jetzt auch gerade schon auf das Thema Integration angespielt, auf Integration von Flüchtlingen. Wäre nicht auch eine Option, auch das wird ja momentan auch mit Blick auf Mannheim viel besprochen, auch noch mehr Flüchtlingsregulierung oder Migrationsregulierung? Eine Option, Entschuldigung. Naja, es wird immer gerne davon gesprochen, wir würden hier unregulierte Massenmigration erleben. Ich kann das nicht feststellen. Also ich meine, Europa schottet sich doch ab und das Mittelmeer ist eine der tödlichsten Grenzen der Welt. Die Frage ist doch, wie kann man Flüchtlingszahlen wirksam reduzieren? Und das sagen wir als Linke, das muss man so anpacken, dass man natürlich auch Fluchtursachen bekämpft zuallererst. Weil die Frage ist doch, wenn man Menschen, wenn Menschen vor Kriegen, vor Bomben fliehen, ja, dann kann man sie doch nicht an der Außengrenze der Europäischen Union abweisen und sagen, das geht nicht, es sind zu viele. Also von daher Fluchtursachen bekämpfen. Aber ich finde, die ganze Debatte über Obergrenzen, die sind doch völliger Quatsch. Also ich meine, das weiß doch jeder, dass die Genfer Flüchtlingskonvention gilt, dass das Asylrecht gilt. Und ich werbe da auch wirklich sehr für Empathie für Menschen. Weil ich meine, jeder von uns kann sich vorstellen, was passiert, wenn das eigene Haus von Bomben getroffen wird und man versucht, mit den eigenen Kindern an einen sicheren Ort zu fliehen. Und dass man das nicht alles nur den ärmeren Ländern aufhalten kann, die zufälligerweise vielleicht dann auch EU, also Außengrenzen haben, sondern dass es dafür eine solidarische Lösung für Europa braucht, ist doch vollkommen klar. Sie haben jetzt gerade sehr betont, dass man Fluchtursachen bekämpfen muss. Das kostet natürlich auch hier in Deutschland erst einmal Geld. Da muss man Geld investieren. Dazu kommt, dass ja Kommunen und Gemeinden schon länger jetzt Alarm schlagen, weil sie sagen, sie kommen selbst vor Ort nicht mehr mit den Menschen oder mit den Flüchtlingen klar. Sie sind zu viele und sie kommen mit der Integration nicht hinterher. Was erwidern Sie denn da? Weil das Problem ist jetzt gerade akut. Ja, natürlich. Aber das Problem ist doch, dass die Kommunen, dass viele Einrichtungen auf Kante genäht sind. Also ich meine, der Wohnungsmarkt hat ja nicht erst ein Problem, seit die Flüchtlingszahlen steigen, sondern davor schon. Den Lehrermangel, ja, die fehlenden Kita-Plätze. Natürlich, wenn alles auf Kante genäht ist, dann verschärfen sich die Probleme. Und deswegen müssen wir doch schauen, wie können wir die Kommunen so ausstatten, dass sie eben ihren Aufgaben auch nachkommen können. Und ja, vollkommen klar, das kostet Geld. Aber sehen wir es mal so. Ich meine, wir diskutieren die ganze Zeit über Fragen von Fachkräftemangel. Also wir sollten doch gerade auch den jungen Menschen die Chance geben, hier eine Ausbildung zu machen, hier eine Schule zu besuchen, ja, und ihnen hier eine Perspektive geben. Und ja, dafür muss man Geld in die Hand nehmen, das ist vollkommen klar. Und da lässt die Bundesregierung die Kommunen total im Stich. Das ist ein Riesenproblem. Deutschland hat gerade erst gewählt, zwar auf Europaebene, aber es zeichnet sich ein Stimmungsbild ab. Migration ist den Menschen ein wichtiges Thema. Die Linken haben jetzt weder groß gewonnen, noch haben sie groß verloren in dieser Wahl. Ist es vielleicht nicht auch ein Zeichen dafür, dass sie da die Wähler und auch die Haltung oder die Wichtigkeit dieses Themas nicht genug beachtet haben? Ja, wir haben schon zu dem Thema
auch Position bezogen, ganz klar, und haben schon deutlich gemacht, dass wir nicht wollen, dass Familien an der Außengrenze der Europäischen Union inhaftiert werden, die ja kein Verbrechen begangen haben, sondern eben auf der Flucht sind. Wir haben aber auch immer darauf hingewiesen, dass wir eben Kommunen und die öffentliche Daseinsvorsorge entsprechend ausstatten müssen. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht Menschen gegeneinander ausspielen. Und ich stelle immer wieder fest, dass Probleme, die es zweifelsohne in diesem Land gibt, auf Menschen geschoben werden und die Verantwortung auf Menschen geschoben werden, die am kürzesten hier sind. Also wenn Leute lange auf einen Arzttermin warten, dann liegt das nicht daran, dass Flüchtlinge in Deutschland sind, weil die Asylsuchenden sowieso nur eine Grundversorgung haben. Ne? Also die können sich nicht einfach mal die Zähne machen lassen, wie das ja gerne suggeriert wird. Und deswegen finde ich, das ist auch eine Ablenkungsdebatte. Die Probleme, die wir haben, die gibt es auf dem Wohnungsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt, die gibt es an den Schulen und in den Kitas, in der ganzen öffentlichen Daseinsvorsorge. Die müssen wir anpacken, da müssen wir was gegen tun und die müssen wir so aufstellen, dass sie eben nicht auf Kante genäht sind. Das finde ich ganz entscheidend. Und Integration ist natürlich auch immer eine soziale Frage, das ist doch vollkommen klar. Deswegen müssen wir schauen, wie wir die Anforderungen eben auch erfüllen können. Also eben genug Deutschkurse zum Beispiel, ja? Gute Ausstattung an den Schulen, damit man wirklich die Probleme löst. Und ich finde, die ganze Debatte, die wir gerade führen, ist überhaupt keine Lösung eines Problems, sondern das ist eine Symboldebatte, die auch in diesem Fall in Mannheim überhaupt nichts verhindert hätte. Es ist eine Symboldebatte auf Kosten von Minderheiten, die dann eben angefeindet und unter Generalverdacht gestellt werden. Deswegen sage ich, lass uns um die wirklichen Probleme kümmern, lass uns das anpacken. Aber es bringt doch nichts, Abschiebungen im großen Stil und sowas, von so etwas zu reden. Ja, das löst überhaupt kein Problem, weil man auch die Frage erstmal beantworten müsste, will man jetzt mit den Taliban verhandeln? Will man eben wirklich, dass die Taliban jetzt auch noch vielleicht Geld dafür bekommt, dass die Menschen zurücknimmt? Ich will das nicht. Ich glaube, wir sollten diese Debatte nicht führen. Lassen wir uns weniger über Abschiebungen reden und mehr darüber reden, wie wir Menschen auch Perspektiven geben können. Wunderbar. Ich danke Ihnen.